willkommen zu dieser bebenden neuen Folge Odyssey im Auftrag des Königs. Ich stehe vor dem Magier Telem, der da so komische aerobische Bewegungen macht, die aber so eine Wirkung haben, dass hier die Erde erzittert. Ja, ich bin noch ein bisschen erkältet. Gut, das ist jetzt ein Tag später. Als erstes gucken wir uns mal den Buchständer an. Hoffentlich kann ich ihn lesen, weil das ja so zittert. Und lesen. Ach, jetzt können wir wieder... Verstehe. Genau, die Magie weiter besser verstehen. Wie viel haben wir denn jetzt? Jetzt haben wir 70. Das ist gut. Man nennt mich einen Adepten. Gucken wir erstmal, was hier alles noch bei Telem so ist. Ein Alchemietisch. Dann hier ein paar Papierrollen als Flavor-Deko. Dann hier eine Buchständer, noch eine Buchkommode. Und lesen. Verstehe. Oh, schön. Gibt's was Neues? Nee, immer noch ein Adepten. So, ah ja. Stimmt ja. Das ist mir in Xadas Turm hier auch aufgefallen. Weiß nicht, ob das bei den anderen auch so ist, dass hier die Textur so nur zur Hälfte ist. Oder so auch so flackert. Warum das so ist, weiß ich nicht. Habe ich auch noch nirgendwo im Forum gesehen oder gelesen, dass er so flackert. Vielleicht ist es dem Renderer auch geschuldet. Ich weiß es nicht. Ja, Herr Telem, darf ich mir hier was von nehmen? Ja, darf ich. Dank der Geschwindigkeit. Das ist schön. Mana-Essenz. Das ist lustig. Jetzt quatschen wir den Telem mal ab. Damit er endlich aufhört, hier rumzubeben. Hallo! Hallo! Halt! Siehst du denn nicht, dass ich hier oben mit Zaubern experimentiere? Ja, das sehe ich. Ich wollte dich auch gar nicht dabei stören. Darum geht es jetzt nicht. Was ich tue, ist sehr gefährlich. Ich hätte dich töten können. Aber sprich, was willst du von mir? Ja, was will ich denn? Klaus schickt mich? Aha, zeig mir deine Ware. Mal erstmal den Stammler befragen. Also beziehungsweise... Ich würde gerne etwas über den Stammler wissen. Genau. Über den Stammler? Wieso? Ich möchte den Fluch auf dem alten Friedhof brechen. So, und warum? Schon seit Jahrhunderten treibt der Stammler auf dem Friedhof sein Unwesen. Aber keinen hat es bisher gestört. Nun, ich... Aha. Du weißt also selber nicht, warum du das Geheimnis des Stammlers ergründen willst, was? Nun, wahrscheinlich nur aus purer Neugier. Aha. Na, immerhin bist du ehrlich. Also, was willst du über den Stammler erfahren? Nun, zuerst einmal möchte ich wissen, wer er ist. Der Stammler ist ein Geist, der schon vor Hunderten von Jahren auf dem alten Friedhof sein Unwesen treibt. Daher wird der Friedhof gemieden. Tote entsteigen ihren Gräbern, wenn man die Ruhe des Stammlers stören will. Und jeden trifft ein furchtbarer Fluch, der es wagt, den Friedhof zu betreten. Was kannst du mir noch über den Stammler sagen? Als er noch lebte, war er mal ein Magier des Feuers gewesen. Wahrscheinlich verfügt deshalb sein Geist noch über so viel magische Kraft. Er hieß eigentlich Meister Berthold, wurde aber wegen eines Sprachfehlers schon zu Lebzeiten Berthold der Stammler genannt. Er entstammt einer wohlhabenden Familie, die dem Adel von Tamora angehörte. So diente Berthold's Familie seit langer Zeit den Nachkommen Harmons, den Königen von Tamora, als Ritter. Aus diesem Grund sollte auch Berthold, wie einst seine Väter, das Kriegshandwerk lernen, um als Ritter in den Dienst des Fürsten zu treten. Der junge Mann aber war weder stark noch ein geübter Kämpfer. Er war vielmehr schüchtern und ein eifriger Bücherleser. So interessierte er sich schon sehr früh für die magischen Schriften des Feuers und beschloss eines Tages, den Weg des Magiers zu gehen. Es dauerte allerdings eine Zeit, bis sich der damalige König Harmon IV. Endlich bereit erklärte, dieses zu akzeptieren. Er sah ein, dass aus Berthold niemals ein guter Kämpfer werden würde. Außerdem erkannte Harmon jetzt, dass dieser junge Mann ein herausragender Magier war, der sich auf allerlei Künste verstand. Berthold wurde nun der oberste Magier am Hof des Königs und konnte diesem dank seiner Künste oftmals helfen. Schließlich ernannte ihn Harmon IV. Zu seinem wichtigsten Berater. Und wie ging's weiter? Und wie ging es weiter? Wie kam es, dass der Stammler zu einem Geist wurde? Das Unheil begann damit, als Berthold zum ersten Berater des Königs aufstieg. Bisher war nämlich der Hofmagier Abraxas der wichtigste Berater Harmon IV. Gewesen, der sich nun von Berthold verdrängt fühlte.
Er schmiedete ein Komplott gegen den neuen Hofmagier, indem er ihm Bücher der schwarzen Kunst zuspielte, denen sich Berthold unvorsichtigerweise beschäftigte. Leider führte er auch einige Experimente aus. Zum Beispiel das Beschwören von Untoten. Das reichte dann Abraxas als Beweis, um gegenüber dem König zu behaupten, dass Berthold mit Belia im Bunde sei. Und das wurde Abraxas so ohne weiteres geglaubt. Ja, denn Bertholds Gegner fädelte das Ganze so geschickt ein, dass es keinen Zweifel geben konnte. Berthold kam also vor Gericht. Was geschah mit ihm? Er wurde zum Tode verurteilt. Der Unglückliche beteuerte zwar immer wieder seine Unschuld, aber vergeblich. Das Urteil wurde vollstreckt. Eine traurige Geschichte. Wie aber kam es jetzt zum Fluch? In seiner Verzweiflung verfluchte Berthold Tormora, indem er erklärte, dass er fortan als ruheloser Geist umherschweifen will, um sich für dieses Urteil zu rächen. Zunächst wurde dem Fluch keine Beachtung geschenkt. Trotz seiner Vergehen wurde Berthold in der Gruft seiner Familie beigesetzt. Immerhin gehörte er einer angesehenen Familie an. Dann aber, eines Tages, vernahm man fürchterliche Geräusche aus der Familiengruft und kurze Zeit darauf entstiegen mehrere Tote aus ihren Gräbern. Von diesem Tage an war der Friedhof verflucht und wurde fortan gemieden. Aha. Hat denn niemand versucht, in die Gruft einzudringen? Nein. Niemand wagte es, Bertholds Ruhe zu stören. Dabei wäre es damals noch möglich gewesen, den Zugang zur Gruft zu öffnen, da noch ein Nachkomme von ihm lebte. Ein Nachkomme? Ja, der Sohn eines verarmten Vetters von ihm. Er erhielt damals den Schlüssel zur Gruft. So stand es zumindest in dem Tagebuch, das ich früher gelesen hatte. Ein Tagebuch? Von wem? Von diesem Nachkommen. Er hieß Rudolphus Vergil. Es muss irgendwo in der Bibliothek in der Burg zu finden sein. Wie? Es gibt hier eine Bibliothek? Ja, der Zugang zu dieser Bibliothek ist allerdings seit einigen Jahren auf Befehl Brunos verschlossen worden, da mal einige Bücher entwendet worden sind. Und wo ist dieser Schlüssel? Hat ihn vielleicht Bruno? Nein, das glaube ich nicht. Vielmehr könnte ihn der alte Bibliothekar bekommen haben. Der alte Adam. Der Name kommt mir bekannt vor. Ja. Kann schon sein. Der alte Adam wohnt unten in der Stadt. Du solltest mal mit ihm sprechen. Den hatte ich ja gesucht. Na, mal gucken. Klaus schickt mich. Er sagte mir, dass du bestohlen worden wärst. Ist das richtig? Da hat es der alte Säufer schon wieder geschafft, seine Arbeit anderen aufzuhalsen. Aber jetzt zur Sache. Ja, ich wurde bestohlen. Dieser schmierige Dieb hat mein wertvolles Amulett geraubt. Gemein. Was war das für ein Amulett? Was war das für ein Amulett? Es war das Amulett, welches ich von meinem Meister während der Aufnahmezeremonie in den Kreis des Wassers bekommen habe. Dieses Amulett erhöht meine Mana-Konzentration, sodass ich längere und schwierigere Zauber wirken kann. Demnach ist es sehr wichtig für dich, nehme ich an. Ja, da hast du recht. Sehr wichtig. Und darum muss ich es bald wieder haben. Aha. Weißt du, wohin der Dieb verschwunden ist? Wo denkst du hin? Natürlich nicht. Ich schlief, als der Dieb zugeschlagen hat. Wenn ich aber den Kerl gesehen hätte, dann hätte ich ihn ohne zu zögern in Stücke gerissen. Dann wird es aber schwierig sein, seine Spur zu finden. Du sagst es. Doch frag doch mal die anderen Bürger dieser Insel. Vielleicht haben die ja etwas bemerkt und können dir bei der Suche nach dem Dieb helfen. Das werde ich machen. Ich hab doch so ein lustiges Amulett mit dem Dings, will da mal eben kurz gucken. Ich weiß, irgend so ein Magier-Amulett hab ich. Amulett der Priester, ach so, okay. Das wird's nicht sein. Mal gucken wir mal. Wie sieht es eigentlich mit einer Belohnung aus? Wenn du mir mein Amulett zurückbringst, gebe ich dir 2 Mana-Tränke, einen Heiltrank und 400 Goldstücke. In Ordnung? Ja, das klingt gut. Abgemacht. Na, der lässt sich aber leicht überzeugen. Zeig mir deine Ware. Was hast du denn alles so? Du hast schöne Sachen. Du hast auch ein paar lustige Sprüche hier. Was haben wir denn? Amulett der Magie, Amulett der Geisteskraft, der Erleuchtung, Ring der Geisteskraft. Was haben wir denn hier? Das kennen wir alles. Oh, Feuerpfeil, wie teuer sind die? 25. Dann Untote vernichten, sowas brauche ich bestimmt. Was sind 75? Aber ich brauche noch ein bisschen mehr Gold. Goblin-Skelett erschaffen, Schlaf, Blitzschlag. Ach, schön. Schöne Sachen.
Ja. Skeletterschaffen, alles, was wir schon so kennen. Unwetter. Verwandlung Löwe, das kenne ich doch nicht. Verwandlung Löwe, das ist ja irre. Verwandlung Blutfliege, Verwandlung Fleischwanze, Verwandlung Wolf, Windfaust. Ups, Buch des Wissens, Lernpunkte plus 3. Aha, das kostet mir aber zu viel. Was haben wir hier? Blitz nochmal. Ja, also, Telem ist also eine Adresse, die wir mal uns merken sollten, was Sprüche angeht. Dann gehen wir nochmal wieder runter. Ich habe nämlich in meinem letzten Let's Play gesehen, dass ich hier mal richtig blind an irgendwas vorbeigegangen bin. Das war ein Schalter an einem Fenster und eine Tür. Genau, die hier, die Tür. Ist bestimmt ohne zu. Den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Richtig. Die hatte ich nämlich noch gar nicht gecheckt. Dann gehen wir wieder ein bisschen runter. Und hier. Ich glaube, hier war was. Da, Schalter. Ohne dass ich das sehen kann. Aber hier ist ein Schalter. Mal gucken, was passiert. Das ist so weit entfernt, der Schalter. Und jetzt? Hä? Was ist hier passiert? What is the matter? Ja, los. Weißt du, was los ist? Nee. Was hat sich hier getan? Der alte Turm von Tabor? Wer hat denn das hier in die Fuge reingesteckt? Das ist ja lustig. Moment mal, war das eben noch nicht? Ich weiß das gar nicht. Das hätte ich mir jetzt mal merken müssen. Der alte Turm von Tabora. Wo ist denn das? Brief an Eltern. Da ist es. Ob was an der Sache dran ist, irgendwo vor der Küste soll es einen alten Turm gegeben haben, auf dessen obersten Plattform die damaligen Seeräuber einen Teil ihrer Beute untergebracht hatten. Nach dem Seebeben versank der Turm mitsamt seiner Beute. Unterschrift unleserlich. Also war das wohl... Bin mir jetzt nicht sicher, ich habe nicht drauf geachtet. Schreibt mal in die Kommentare, ob der Schalter wirklich dazu da war, diesen Zettel da hervorzuzaubern. Das wäre cool. So, ich bin noch immer ein bisschen am Schnupfen, aber mir geht es ein bisschen besser, also wieder ein bisschen besser, nicht so schlimm wie vorgestern. Ja. Dann gucken wir mal. Da brauchen wir, glaube ich, gar nicht mehr weitermachen hier bei den Peoples. Weil Finko wird mich sowieso wieder fortjagen. Jo, dann gehen wir mal hier wieder raus. Oder ich habe wieder was vergessen. Nee. Dann werden wir mal die Bürgerchen befragen. Okay, am Marktplatz ist immer viel los. Fragen wir mal den Lars. Nö, oder? Alles. Ja, alles. Gut, okay, da ist noch nichts. Karl? Gibt's was Neues, Karl? Was gibt's Neues? Lasse das von jemand anderem. Ja, kennen wir schon. Also die sind ja alle sehr wortgewandt, karg. Nee, nicht karg. Ah, hier, da ist Adam. Da ist Richter Adam. Nein, da ist es ja ein Bibliothekar. Genau, richtig. Es wäre leicht, seinen Goldring zu stehlen. Den habe ich doch noch gar nicht bestohlen, den Adam. Also, her mit dem Goldring. Jawohl. Hast du den Schlüssel zur Burgbibliothek? Ja, aber wieso fragst du? Ich suche ein wichtiges Buch. Gib mir den Schlüssel. Hast du denn Brunus Erlaubnis? Denn nur wenn dieser zustimmt, bin ich bereit, dir den Schlüssel zu überlassen. Nun, ich... ich merk schon, du hast nicht seine Erlaubnis. Tja... Da bleibt dir nur eins, sprech mit Bruno. Wenn er bereit ist, dir den Schlüssel zu überlassen, werde ich ihn dir geben. Ich warne dich aber, komm nur zu mir, wenn du wirklich seine Erlaubnis hast. Ich finde sehr schnell heraus, wenn du mich belügen solltest. Aha. Adam. Dann machen wir doch mal was anderes.
So, Adam, dann schlüss den Rückel raus. Nein, rück den Schlüssel raus. Jetzt kannst du was erleben. Na? Steck doch mal Schmerzen ein. Er braucht aber lange. Jetzt. Erfahrung 300. Und hat keinen Schlüssel. Das ist doch Mist. Aber Jolt hat er viel. So. Bin mal gespannt, ob er noch irgendwie... ob er noch irgendwas erinnert. Und die anderen? Die haben nichts gemerkt. Oh Mann, mein Kopf. Ja. Look, look. Warte mal. Du hast ja einen ganz schönen Schlag drauf. Was willst du? Dein Schlüssel. Okay, da scheint wohl nichts Böses zu sein. Hoffentlich habe ich mir das hier nicht versiebt. So, ich soll zu Bruno gehen? Der wird doch garantiert nicht die Erlaubnis wegen des Schlüssels und überhaupt geben. Was? Ach, die Mädels. Darf ich die Mädels nämlich auch nochmal? Oh ne, das wird Mist. Das hätte ich nie machen sollen. Hier wird nicht gekämpft, klar? Oh, die stecken mich sogar ab. Oh, das ist übel. Also werden wir ihn nicht angreifen. Das ist nur Mist. Was steht denn im versunkene Turm? Jawohl, das Geheimnis des Dieners vergrabener Schatz, Erzwaffe. So, ich komme immer noch nicht drüber hinweg, dass ich diese Wacholderbeeren noch nicht gefunden habe. Das heißt, ich werde mal eben kurz rübersprinten an die Stelle, wo da der, der Waldgolem war. Denn da habe ich bestimmt was übersehen. Dann können wir nämlich auch zu dem Barkeeper gehen und diese Quest erledigen. Und, bin gespannt. So, wo ich nämlich noch nicht geguckt habe, war nämlich irgendwie hier ganz am Rand. Muss so aufpassen, dass der Schattenläufer da mich nicht kriegt. So, hier war ich ja immer. So, irgendwo. Ich wusste es! So Wacholderbärtjes. Na siehste. Oh, da sind aber viele. Das ist ja wie der Apfelbaum damals. So. Ja, lustig. Klipp mal. Okay. Deswegen konnte man die auch nicht sehen. So, wie viel habe ich denn jetzt? Und wo sind die? Seraphis? Nein, ich soll doch Bären suchen. Wacholderbären. Ach, die sehen so aus. Okay, 6 Stück bis jetzt. Also, nochmal gucken. Ob es noch mehr irgendwo gibt. Da hinten ist ja der Schatten. Ah ja, genau, richtig. 8, 9, 10. 20, die ich nehmen muss. 11. Oh, was ein Gewusel, was ein Geraffel hier. Ah, da höre ich ja schon den Schattenläufer. Da hinten ist er. So 11, ja, ich habe mich nicht verzählt. So, wach? Nee. Ich habe nur 11. Das scheinen wohl so gleich aussehende Büsche zu sein. Gucken, vielleicht ist hier noch so einer hier. Ah, der ist wach. Gibt's hier welche? Nein. Nee, hau ab. Ah, super klasse. So, jetzt soll ich sicherheitshalber noch mal gucken, wie viele Wacholderbeeren das wirklich sein müssen. So, Barkeeper 20. 20 Wacholderbeeren. So, toll. Und hier habe ich erst nur 11. So, das ist so ein Wacholderbeerbusch.
in dem war auch so Bacholderbeeren. Ganz viele. 6 und einmal 7. Ich habe noch irgendwas hier vergessen. Nee. So, das heißt also, ich muss Ausschau halten nach so einem Busch, der hier auch so aussieht wie so ein Busch. Wie dieser hier. Gucken. Der hier vielleicht. Dieser Busch, ja. Toll. Okay. Er schläft noch. Er schläft noch. Er schläft. 15. 15 sind das die? Ja. Oh, 15 habe ich schon. Super klasse. Der Seite nichts. Oh, da ist er. Und oh Mann, oh. Oh toll. Also, wo bin ich jetzt stehen geblieben? Bei wie vielen? Bei 11. Okay, und kurz vor dem Schattenläufer gibt es auch noch so ein Ding. Ein Busch. 12, 13, 14, 15. Mal abspeichern. Der ist mir auch zu schnell, der Schattenläufer. Manometer. Okay, ist er wach geworden? Nee. So, 16, super geil. 16, speichern. Das heißt, es muss noch einen Busch geben. Ach ja, hier habe ich auch noch was vergessen. Feuerkraut und glaube irgendwann noch Pilz. Butlerfleisch, richtig. So, 16 Wacholderbeeren habe ich. Aber es fehlt noch einer. Ach, da hinten sind sie. Ja, was jetzt? Wie komme ich an die dran? Lock ich ihn mal weg. Ausgerechnet hinter ihm. So, komm. Schattenläuferchen, komm. Komm. Wo bist du denn? Ja, da ist er. Was macht der jetzt für Verrenkung da? Okay. Gut, ich darf ihn nur nicht so nah ranlassen. Ich muss ihn davon weglocken von der Stelle. Gut, auch schon eine Idee. So. Na, kommst du noch weiter auf mich zu? Schön. Gut. Na, sehr gut. Meine Strategie ist jetzt erstmal hier. So, und genau. Jetzt habe ich natürlich nicht verfolgt, ob er noch hinter mir her ist. Oh, der ist aber fix. Schattenläufer. Komm her. Genau, richtig. Schattenläufer anlocken. Schattenläufer tanzen lassen. Es wird mir aber ein bisschen zu aggressiv, der Typ. Warum ist denn der jetzt so nervös? Soll ich jetzt verfangen? Nee, okay, er kommt. So, ich werde ihn jetzt mal auf die Seite locken hier. Vorher habe ich versucht, immer hier von hier oben runter zu springen. Aber der ist cleverer. Okay. So, gleiches System. Er verfolgt mich nochmal. Bloß weg hier. Bitte geh nicht in den Sprintmodus über, lieber Schattenläufer. Dann lass mich einfach hier diese Wacholderbeeren nehmen.
Oh. Genau, richtig. Das müssten sie gewesen sein, von der Anzahl her. Wo ist er, wo ist er? Okay. Jetzt muss ich bloß weg. Bloß weg, wie mache ich das? Nur noch am Schleichen. Mein Gott, das war aber eine schwierige Geburt. Oh, jetzt muss ich gucken, habe ich wirklich alle 20 Stück? Ja, ah, ich bin glücklich. Ich bin glücklich. So, Barkeeperchen, jetzt haben wir das nämlich auch mal geschafft, ihr mit den. Hier sind deine Wacholderbeeren. Ja. Hier, deine Wacholderbeeren. Sehr schön. Jetzt können meine Gäste wieder alles bekommen, was ihr Herz begehrt. Ich danke dir, mein Freund. Wie sieht es nun mit deiner Empfehlung aus? Keine Sorge. Ich werde dich bei Stefan empfehlen. Du hast mein Wort. Ja, das ist schön. Jetzt steht da, was weißt du über den Vorfall? Was weißt du über den Vorfall? Was für ein Vorfall? Ja, genau. Der Wassermagier Thelem wurde bestohlen. Ja, richtig. Hast du irgendetwas gesehen oder gehört? Nein, habe ich nicht. Und wenn, dann würde ich mich raushalten. Stimmt ja. Weißt du wirklich nichts? Weißt du wirklich nichts? Nein! Verdammt! Du gehst mir langsam auf die Nerven, Junge! Geh zu Josef. Der weiß bestimmt etwas. Naja, dann machen wir das mal. Gut. Ich weiß ja, wo Josef steht. Der steht ja da am Eingang. Hey, Giuseppe. Hey! Sag mir was. Man hat mir in der Stadt gesagt, dass du etwas über den Diebstahl weißt. Stimmt das? Hey, woher weißt du davon? Das Ganze sollte doch geheim bleiben. Geheim? Naja, Klaus hat mich gebeten, den Fall zu übernehmen. Und auch der Barkeeper meinte, du könntest etwas wissen. So, und das soll ich dir glauben? Aha. Soll ich dir etwa einen Beweis bringen? Was soll denn das sein? Na toll. Soll ich dir etwa einen Beweis bringen? Dass ich wirklich von Klaus komme? Gute Idee. Ja, mach das. Dann gebe ich dir auch meine Informationen. Okay. Mal gucken, vielleicht, wie sieht hey, bei sie was? Nö. Hey. Ralf? Nö. So, Klaus, wo bist du denn? So eine Runde geschlafen, vielleicht ist jetzt Klaus endlich irgendwo hier einmal am Stehen und rauskommen. Finko, der war doch sonst immer hier, stand immer hier, nach meinen Erinnerungen. Klaus, da ist Klaus. Und woher bist du denn eigentlich gekommen, sag mal? Josef vertraut mir nicht. Ich soll ihm einen Beweis bringen. Dieser verdammte Drecksack. Dieser blöde Job am Tor hat ihn so geprägt. Na, dann nimm hier diesen Brief als Bestätigung. Aha. Ich habe einen Brief bekommen von Herrn Klaus. Genau, richtig. Da gucken wir mal, was drin steht. Brief an Eltern, eine Schiffe, alte Turm, Empfehlung von Klaus. Hey Josef, der Typ kommt von mir. Kannst ihm also alles sagen. Du schuldest mir übrigens ein Bier. Grutzklaus, aha. Hat wohl in der Goblin-Schule schreiben gelernt. Hey du. So, Josef. Wie hast du den Beweis? Wie hast du deinen Beweis? Zeig her. Das sieht gut aus. In Ordnung. Ich glaube dir. Was ist nun mit deinen Informationen? Ah ja, also, ich stand wie immer hier und habe aufgepasst, dass keiner in die Stadt hineingeht, der nicht hinein soll. Dann, plötzlich, rannte eine dunkle Gestalt an mir vorbei. Ich nahm natürlich sofort die Verfolgung auf, denn so etwas geht natürlich nicht. Aber der Kerl rannte immer weiter in den Wald hinein. Da hörte ich schließlich auf, ihn weiter zu verfolgen. Eine dunkle Gestalt? Du hast ihn also nicht erkannt? Nein, leider nicht.
Tja, wohin ist er denn gelaufen? Weißt du noch, wohin die Gestalt gelaufen ist? Ja, ich habe gesehen, wie sie in Richtung des großen Berges gerannt ist. Gut, weißt du vielleicht, ob es dort ein Versteck gibt? Leider nein, aber frag mal Adam, der kennt sich ja ziemlich gut aus. Okay. Nach Adam Riese sollten wir Adam befragen. Der hier mal wieder nicht vor der Tür steht. Wo bist du denn, Adam? Der ist hier oben. Hä? Hier oben ist auch noch ein Stockwerk. Bin ich jetzt total plätt? Hoho. Geht's hier irgendwie hoch? Ja, ja, geht es. Siehste? Stadtwache und Brigitte. Hallo, was kannst du mir über die Gegend sagen? Was fragst du mich? Lass mich einfach in Ruhe, klar? Hab ich die schon gehabt, die Brigitte? Nee. Wäre einfach. Gut. Das ist gut. Ich wollte... Lass mich in Ruhe. Genau. Und an dieser Stelle mache ich für diese Folge erstmal Schluss. Und dann geht's weiter mit Telem. Und das, was man ihm gestohlen hat. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Gebt mir einen Daumen, schreibt einen Kommentar und tschüss.